Hallo Freunde, es geht weiter mit Let's Play Terra Enigma. Ich bin's, euer Vale. Und das letzte Mal haben wir uns in dieser Stadt der Toten umgesehen. Wir haben sie in zwei Versionen gesehen, in der schönen Form, die uns Mylin wohl als Illusion vorgegaukelt hat. Und in jener Form, wo hier nur Zombies und Tote sind. Es ist recht angenehm, mal wegen dem Amnesia Let's Play, das ich jetzt immer per Livestream, jeden Freitag um 0 Uhr werde ich das machen, auch diesen Freitag wieder. Also in diesem Fall wäre das morgen. Da ist das eigentlich angenehm, mal wieder von Zombies weg und zu Zombies hinzukommen. Okay, vom Regen in die Traufe so gesehen, aber nein, eigentlich gar nicht mal so sehr. Diese Zombies sind weitaus harmloser. Ich bin immer noch auf der Suche nach dem Hund. Und ich will noch nicht. Ja, das ist schön, dass sie das macht. Das interessiert mich aber gerade nicht. Ich werde diesen Hund jetzt einfach mal suchen gehen. Ich habe keine Ahnung, wo ich suchen soll. Darum einfach systematisch hier durch die Gegend, die Stadt rennen und mögliche Orte mal ein bisschen abklappern. Gastrom zum Beispiel, aber hier ist er offensichtlich nicht. Also wenn auch einer von euch eine Idee hat, wie das funktioniert, so ob ich da was triggern muss, ob ich das Ding. Wie geht? Die Köpfen kann ich nicht aus, weil die muss ich wahrscheinlich blocken. Block. Nein. Ich verstecke mich unter dem Tisch. So. Amnesia-like. Einfach verstecken vor den Monstern. Kaputt. 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 Wie geht's denn irgendwo weiter? Kaputt. Kaputt, sage ich. Kaputt doch. Also, ich bin mir echt nicht sicher. Ich kann doch mal im Keller suchen. Ich bin von der Situation auch leid. Ich hasse es. Ich hasse diese Gegner. Denen fliegt erstmal der Kopf weg und dann erst kann man sie wirklich endgültig weghauen. So, Kinder. Guck, das ist so einfach. Einfach den Topf nehmen. Und werfen. Und in mich reinlaufen. Unverschämtheit. So, ich habe noch die Gift. Schutzrüstung angelegt, die mich vor Giften und anderen Übeln schützt. Genau, darum können uns ja auch die bösen Zombie-Schnodderköpf-Dingsies nichts antun. Da war was. Hier fliegt einer so Bär um die Ohren. Ich will ihr Haus nochmal untersuchen. Einfach weil es da ist. Genau, mein Linkshaus. Wir haben ihren Schal. Ich werde jetzt einfach mal den Schal anlegen und ab und zu mal. So, hier? Geht gar nicht. Ich meine an. Autsch. Ich finde das unhöflich, dass uns hier das Mobiliar um die Ohren fliegt. Aber ganz ehrlich, was soll denn das? Unschön. Ganz unschön. So, du gehst schlafen. Du bleibst hier. Hier ist irgendwie gar nichts. Okay. Juhu. Auch damit Zeit vergeudet. Ja, dann suche ich einfach eine andere Stelle weiter. Es hat nicht viel wert. Dann suche ich mal die Westseite der Stadt. Also, nee, wir sind auf der West. Eastside. Jed Eastside. Ich weiß Zeit, ist Zeit. Und es wäre. Ups, da Fug. Gummigecko. Und dich finde ich grottenhässlich. Was du immer sein willst. Da, jups. Wow, der. So. Das wollt ihr sein lassen. Nee, ich will dieses Gebäude untersuchen, auch wenn mir diese Ninja-Viecher hier ziemlich gegen den Strich gehen dabei. So. Oh. Heilung, 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 Heilung. Ja, ich möchte mich bitte, bitte heilen.
Dankeschön, das tat jetzt ganz gut. Und, au, 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 lässt du das endlich sein? Ja, toll. In Rage. Das ist in Rage nicht. So. Nein, hier ist definitiv nichts. Schau hier irgendwas anfangen? Nö. Einfach nur ein Gebäude, um ein Gebäude zu sein. Ups, ouch. Oh, jetzt sag mal. Das ist mal gut hier. Ich kann ja meine ganzen Wunderknallen hier fressen. Ich merke das schon. Ich habe zwar eigentlich noch welche eingekauft vorhin, aber... ich laufe auch wieder wie ein Idiot rein. Geh weg. Geld. Nom. Mein Geld. Aua. Ist weg. Okay, es scheint nicht so zu sein, dass hier der Hund noch nicht ist. Dann gehen wir mal von der anderen Seite ran. Ich nehme jetzt ein paar von den Zombies, weil der Gegnertypus mir als Gegner ziemlich auf den Gegner geht. Ja, das macht voll Sinn. Voll toll und so. So, hier im Lager war ich schon. Hier ist auch in Ruinen nicht viel Brauchbares. Ja, und hier hinten war ich natürlich auch schon oft genug. Also ist Hund suchen. Hund, Hund, Hund. Eine recht abwegige Idee hätte ich, allerdings wäre dann die Frage, wie der hingekommen ist. Nämlich zu einem normalen Lager, das wir letztes Mal auch besucht haben. Na, erstmal mache ich die Stadt hier noch weiter unsicher. Ist schon mal nichts. Ich bin überhaupt nicht sicher, wo ich suchen soll. Das ist nicht schön gerade. Das amüsiert mich recht wenig. Auch dein Gift interessiert mich dabei jetzt. Es ging doch eigentlich da drinnen weiter. Da konnte man, irgendwo konnte man hier weitergehen. Wenn sie das offscreen machen, diesen blöden Hund zu suchen. Hier wieder ein paar Highlight-Clips zu sehen. Böse Zombies? Nein, 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 nein. Ich scheine nicht nirgendwo weiter zu können. Ich geh mal einen Friseur zu. Ein Kamm. Irgendwas. Kollege, deine Haare sind derartig hässlich. Hey, hier geht's ums Verrecken nicht weiter. Ich bin doof. Ich bin sehr, sehr doof in dieser Hinsicht. Ich bin gerade vollkommen ratlos, wo ich suchen soll. Ich werde mal... Ich werde mal ein paar Orte noch abklappern, das ist ganz klar. Ich fange jetzt mal mit meiner abwegigsten Idee an, damit ich das jetzt mal gleich ausschließen kann, dass ich doch in dieser Stadt suche. Und zwar gehe ich mal in das Nomadenlager. Das ist zwar Kilometer weit weg und ich wüsste nicht, wie ein Hündchen hierher gekommen sein soll. Aber ich versuche jetzt auf dem Ohr jedes Zelt. Nee. Das sieht irgendwie nicht schon aus. Nö. Nee. Okay, gut. Ich kann diesen Ort ausschließen. Das tröstet mich irgendwie, macht mich auch gleich wieder traurig, weil das heißt, ich muss in der Stadt weitersuchen. Wuhu, so, suchen wir mal weiter. Also hier ist auch bloß dieser Vorhof. Geht weg, ihr bösen Viecher. So. Okay, wir... Ich bleib nicht sonst übrig, ich muss mich hier umsehen. Ich könnte auch einfach mal dahinter. Ja, Ninja-Geckos.
dein Gummigecko ist. So, da hinten geht es nämlich auch mal ein bisschen weiter. So. Bye, bye. Oh ja, die Dinger. Ich gehe euch aus dem Weg. Ich mag euch nicht. Ihr seid doof. Hier an dem Ende haben wir ja bloß das noch nichts Wichtiges gefunden. Jedenfalls bloß diesen Objekt zur Geister. Aua! Böse Geister werfen Tische. Viele Tische. Ja, wir haben hier ja bloß diesen Geister-Verjage-Banner-Dings bekommen. Mein Gehirn funktioniert gerade nicht. Tut mir echt leid, mein Gehirn tut's gerade nicht. Ja, kann aber ohne Kopf sehen, wo ich gerade bin. Kann ich in den Kamin klettern? Ja, kann ich. In Kamine klettern ist eine ganz tolle Idee. Ah, sieh mal einer an. Hallöchen. Heidi. Heidi. Ich traf dich in der Kneipe. Die vielen Bücher. Der Mann scheint Schriftsteller gewesen zu sein. Hier ist eins, das von Lunas Untergang berichtet. Laut dem Buch sind Dämonen in die Stadt eingefallen. Ach, das ist... Wirst es nicht glauben, aber das konnte ich mir irgendwie gerade schon fast selber denken. Vale schlägt ein Buch auf. Es ist ein Tagebuch. Oh, ein Tagebuch. Heute erschien ein seltsamer Fremder in Prediger. Achso, ein Fremder. Ein seltsamer Fremder, ein Prediger. Als wir ihm von den Dämonen erzählten, schuf er ein Schutzsiegel. Das Siegel beschützt uns vor dem Bösen. Ach, das ist ein Schutzsiegel, was wir wahrscheinlich vorhin gefunden haben. Das ist schon mal... Gibt es da vielleicht mehr zu lesen? Ich will noch ein paar... Bell schlägt ein Buch auf. Es ist die Chronik der Stadt. Aufgrund des Klimas gab es in Luna nie viel Landwirtschaft. Die Stadt lebt hauptsächlich von Edelsteinvorkommen. Luran wurde eine prächtige Stadt. Keine anderen vergleichbar. Doch in den vergangenen Jahren war uns das Glück nicht mehr hold. Angrenzende Flüsse trockneten aus und die Hölle öffnete ihre Pforten. Hier endet die Eintragung. Ja, es klingt irgendwie, als hätten sie Scheiße gebaut. Gut, das ist, ja, ich laufe auch noch wie ein Boss rein. Einmal noch ein Level up. Mit Level 19 haben wir nochmal 11 zusätzliche KP, 2 Stärke, 2 Abwehr, noch ein bisschen Glück und wir können doll in die Luft hauen. Scheiß Mistviecher, geht weg. Moment, ich will mein Geisterschutzsiegel. Wo ist mein Schutzsiegel? Da, das Sakralsiegel. Das Sakralsiegel ist der ganze Spaß hier. Nein, um Gottes Willen. Bloß nicht. Hahaha. Ah, ihr könnt mir nichts anhaben. Kann ich hier irgendwie was? Nö. Alles doof. Doof wie doof. So. Oh, das macht nicht viel Schaden, aber es nervt. Hier runterfallen. Ich suche jetzt wirklich überall nach dem Hund. Okay, hier hatte ich das Sakralsiegel her. So weit waren wir. Dass man nur wirklich das Böse aufhalten würde. So, du weg. Ist mir egal. Geister können mir jetzt mal was, da ich mein Sakralsiegel anhaben. Ich sollte lernen, diesen Tisch auszuweichen. Allerdings ist auch hier kein Hündchen.
nicht wieder raus. Kann ich jetzt hier keinen. Ich würde das Kreisige gerne hochhalten, damit die verschwinden. Hier geht es schon mal auch nicht weiter. Ich. Ninja-Viecher. Autsch. Ja, Rage und so. Ganz toll. So, die scheinen nicht drauf zu stehen, wenn sie im Sprung angreift. Das ist gut zu wissen, ne? Da Fug. Viel Böses. So, ich lasse das Geld aber mal liegen, weil ich gerade ganz gut versorgt bin. Finanziell gesehen zumindest. Was alles andere angeht, lässt sich zu erstreiten. Gebe ich zu. Okay, dann setze ich hier einfach mal einen Schnitt. Werde mal das Hündchen suchen. Wir sehen uns danach wieder.